Beim Landesbankskandal geht es darum, dass die Bayerische Landesbank, geführt durch CSU-Verwaltungsräte, letztendlich eine marode Bank in Kärnten gekauft hat, die Huber Group Alpe Adria, und dadurch den Bürgerinnen und Bürgern in Bayern einen Schaden von inzwischen 3.750 Millionen Euro entstanden ist. Die Hypo Group Alpe Adria ist eine Kärntner Bank mit vielen Geschäften auch auf dem Balkan, insbesondere in Kroatien, die alle miteinander in die Hose gegangen sind. Und die Bank hat zunächst dem Land Kärnten zur Hälfte gehört und der Investorengruppe Dr. Berlin, eine Gruppe von lauter Millionären aus Österreich und Deutschland. Und die wurde dann von den CSU-Verwaltungsräten der Bayerischen Landesbank ohne genaue Prüfung gekauft. Auf Antrag unter anderem der SPD hat der Bayerische Landtag einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, dessen Aufgabe es ist, neben der politischen Verantwortung der CSU-Verwaltungsräte auch noch Fingerzeige zu geben, ob es strafrechtlich relevantes Handeln oder die Möglichkeit von Schadensersatz gibt. Im Mittelpunkt steht für uns, ob die Verwaltungsräte und der Vorstand verantwortlich gehandelt haben oder ob sie nicht rote Lampen, die vor dem Kauf gewarnt haben, und davon gab es eine ganze, ganze Menge, übersehen haben, weil sie zu schnell dran vorbeigefahren sind, beziehungsweise einfach die Augen zugemacht haben. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht derzeit, wie die Verwaltungsräte, alle von der CSU, Herr Faltelhauser, Herr Naser, Herr Huber, Herr Schmidt zum Beispiel, es machen konnten, einen Kaufvertrag sich gar nicht erst anzuschauen, obwohl der Kaufpreis über 1.600 Millionen Euro war, und nicht sicherzustellen, dass es überhaupt Schadensersatzforderungen und die Möglichkeit von preislichen Nachverhandlungen in diesem Vertrag gegeben hat. Das ist nach unserer Auffassung ein Skandal und wird der Verantwortung von diesen Politikern in dem Verwaltungsrat nicht gerecht. Dieser Woche haben wir ein unwürdiges Schauspiel, ich habe gesagt, Affentheater erlebt. Zunächst kommt Herr Naser in den Untersuchungsausschuss, sagt nicht aus und muss erst durch ein Zwangsgeld bzw. die Androhung von Beugehaft dazu gebracht werden, auszusagen. Dann sagt er mehrere Stunden aus und das Credo davon ist, zunächst ist er ein eloquenter, mit allen Wassern gewaschener Manager, aber gewusst haben will er von gar nichts. Er ist das Unschuldslamm, er hat sich nicht erkundigt und er ist von dem bösen, bösen Vorstand dann getäuscht worden. Das glauben wir ihm so nicht. Ich meine fast, er ist zivilrechtlich haftbar. Herr Faltelhauser hat wortreich vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt, dass, wenn Fehler gemacht wurden beim Kauf der Hypo Group Alpe Adria, er auf keinen Fall verantwortlich ist, sondern das ist immer nur der Vorstand, der den Verwaltungsrat falsch informiert hat, nicht vollständig informiert hat. Da muss man schon mal feststellen, Verwaltungsrat heißt nicht, dass sich auf sein Hintern hocken und zuhören, sondern Verwaltungsrat heißt aktiv eingreifen, Fragen stellen, Unterlagen lesen und dann die entsprechenden Konsequenzen ziehen und zum Beispiel sich auch einen Kaufvertrag anschauen. Was ist denn das für ein Verwaltungsrat, der 1.600 Millionen ausgibt und sich nicht einmal den Kaufvertrag anschaut?